Was geht ab? Was geht ab, meine lieben Freunde? Was das den ganzen Tag aufstehen, aufstehen, aufstehen? Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich habe vor einigen Tagen schon mal ein Video über die KMN Gang und die SQP AMG Music Labels gesprochen, meine lieben Freunde. Und zwar gibt es wieder noch mehr Hinweise zu dem Ganzen. Es gibt neben den Rapper Noah, Eranjan und Batu noch ein SQP-Mitglied. Und zwar nennt er sich, so wie es aussieht, Tokyo. Ne? Also nicht so wie I.O. Tokyo, sondern To-Y-O. Tokyo. Ja, wenn ihr wisst, was ich meine. Oder wird Tokyo, ich weiß gar nicht. Da habe ich gerade Scheiße. Wird Tokyo wirklich so geschrieben? Also das Label wächst und wächst. Also mit Eranjan und Batu dachte ich auf jeden Fall, ist es jetzt vorbei. Aber dass da jetzt wirklich noch einer um die Ecke kommt. Also ich habe von dem Tokyo noch nie was gehört, Freunde. Wenn ihr schon was von diesem Rapper gehört habt, bitte schreibt es mir unten in die Kommentare. Also das war wie so eine Bombe, Alter. Also ich hätte nicht gedacht, dass es da jetzt noch ein Mitglied gibt. Also die KMN-Gang, die reißt jetzt wirklich eine nach den anderen, würde ich mal so sagen. Also die sind wirklich auf Hochtouren, meine lieben Freunde. Es gibt definitiv viel, viel, viel Musik, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der Noah schon ein Album rausgebracht hat. Ich glaube nur eine EP, ne? Also nur eine EP gibt's von dem Noah. Also könnten wir uns auf jeden Fall dieses Jahr eventuell schon auf ein Album freuen. Der Rapper Noah ist auch wirklich ein sehr talentierter Rapper. Einer meiner Lieblingsrapper. Der Song Lamborghini ist wirklich heftig, Freunde. Also ihr könnt mir wirklich sagen, was ihr wollt, aber lyrisch ist der Rap-Text von Noah wirklich extrem heftig. Ja, Freunde, das war's mit diesem Video. Ihr könnt wirklich jeden Rapper einzeln nochmal nachchecken bei Instagram. Tokyo könnt ihr nachchecken. Ich werde euch die ganzen Links unten verlinken. Checkt euch das mal wirklich von vorne. Tut euch richtig ins Arschloch, würde ich mal so sagen, meine lieben Freunde. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch was. Peace out.